Hallo, meine lieben Fußballfreunde und willkommen hier zu einem weiteren React. Und wie ich angekündigt habe, werde ich auf einen Trailer reagieren. Ich habe bislang halt nur mitgekriegt, dass halt eben da Ori and the Will of the Wisp jetzt erscheint. Also was heißt jetzt, aber es kommt halt. Und ich freue mich schon richtig auf die Fortsetzung auf Ori and the Blind Forest. Ich habe natürlich nicht das ganze Spiel durchgespielt, beziehungsweise Let's Play-mäßig, privat auch nicht. Dennoch freue ich mich auf eben diese Fortsetzung. Und wie ich auch schon gesagt habe, möchte ich so auf 2-3 Spiele-Trailer reagieren. Deswegen sind die Videos vielleicht dann etwas kürzer. Ich habe auch schon hier das Video geöffnet. Ich habe es nicht auf Sekunde 00, weil halt eben davor das Xbox-Intro so gesehen zu sehen ist, weil es halt eben davon kommt. Aber dennoch würde ich sagen, schauen wir uns das jetzt mal an. Und ich bin gespannt, weil ich muss zugeben, ich habe den Trailer noch gar nicht gesehen. Wie gesagt, ich habe nur mitgekriegt, es gibt einen zweiten Teil, aber worum es da geht und welche alten Charaktere, die wir auch schon kennen, halt Gummo, Ori ja sowieso, das Licht, Naru, genau, und dann noch vor den wir doch auch verstibitzen mussten, auf den Namen komme ich gerade nicht, aber ich bin mal gespannt, was wir jetzt gleich im Trailer sehen werden, von daher schauen wir uns den jetzt mal an. So, da sind wir auch schon, Ori and the Will of the Wisp, E3 2018 Gameplay Trailer. Der geht jetzt so gesehen, jetzt halt noch 2 Minuten 7, ich denke mal vielleicht sogar etwas kürzer, weil am Ende bestimmt dann so dieses Outro von der Xbox kommt. Ich hoffe, ich kann das dann rausschneiden. Und ich würde sagen, wir schauen uns das jetzt mal an. Grafik auf jeden Fall wieder wunderschön. Ah, stimmt, das weiß ich, wie das Ende von Ori and the Blind Forest ist, denn ich sag jetzt mal die Eule. Ich weiß gerade nicht, wie die Eule heißt. Boah, ich habe das jetzt so lange nicht mehr gespielt. Ich weiß halt auf jeden Fall, das ist Ori und das ist halt Naru, glaube ich, habe ich eben gesagt. Ich weiß gerade nicht mehr, wie der heißt. Egal. Jedenfalls, aber ich habe halt gelesen, dass die Eule irgendwie noch ein Ei hatte. Irgendwie mit dem letzten Nachkommen oder so von ihm. Und das ist wohl eben die neue Eule. Ich möchte jetzt nichts Falsches sagen. Ich denke mal, ihr wisst es vielleicht ein wenig besser als ich, aber ich werde mich da auch noch reinfuchsen, damit ich auch noch das ganze Grundwissen habe, um eben auch die Fortsetzung zu spielen. Die Musik aber auf jeden Fall wieder wunderschön. Oh, der versucht zu fliegen. Oh. Oh, sogar eine Eisgegend. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt bei Ori and the Blind Forest ein Eisgame gibt. Oh, schön. Ein Werwolf. Ja, genau. Oh, so ein Totenkopfschädel. Alter, das war eine Riesenspinne. Atmosphäre einfach episch. Einfach nur episch. Ich glaube, das dürfte dann jetzt auch schon fast, ja. Alter. And the Will of the Wisp 2019. Also 2019 können wir das Spiel erwarten. Also wunderschön auf jeden Fall mal wieder der Trailer. Man kann sagen, es ist wie bei Ori and the Blind Forest, wo der Beginn und das Ende irgendwie so harmonisch ist und mittendrin
ist dann so mit diesen ganz schnellen Musiktakten, wie man das ja, ja, ich mach mal so hier an. Ja, okay, war jetzt vielleicht ein blöder Zeitpunkt. Aber wo halt eben die Musik dann so Adrenalin gesteuert ist, etwas schneller und nicht so dieses. So dieses ruhige, also so etwas mehr Adrenalin. Also vom Trailer her kann man sagen, ist es gleich halt wie bei It's a Blind Forest. Oder wie beim ersten Teil, ich muss hier nicht immer den Titel sagen. Wunderschön auf jeden Fall wieder. Also ich mag diese Musik einfach. Wie ihr wisst, ist die auch bei mir bei Minecraft Lost enthalten. Und wenn ihr jetzt neu auf meinem Kanal vielleicht seid, dann könnt ihr gerne mal bei Minecraft Lost vorbeischauen. Und vergesst mich natürlich nicht zu abonnieren. Ja, das war's auch schon. Kurzes Video, aber warum sollte man es auch immer lang halten? Nächste Woche gibt's aber wieder ein Reaction zu einem Trailer. Vielleicht erahnt ihr schon, zu welchem Trailer von welchem Game. Und ich würde sagen, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr euch auch auf Ori and the Will of the Wisp freut. Und ja, mir bleibt nur zu sagen, euch einen schönen Tag und bis dann, Anpfiff, Abpfiff, Tor. Ciao, Fußballfreunde, und bis zum nächsten Mal rein und tschüss.